Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, ihr habt schon gesehen, die Lego-Tage war richtig cool, einfach so viele Kinder da zu haben und ja, ihnen von Jesus zu erzählen. Kinder, die nichts mit Glaube am Hut haben, es hat mich mega begeistert, auch wenn es sehr anstrengend war. Aber trotzdem, es war einfach richtig cool und hat richtig Spaß gemacht. Ja, wir feiern heute Muttertag und ich habe natürlich auch eine Mama und ich habe auch eine Frau, die Mama ist und ich bin da wirklich sehr gesegnet. Was meine Mama schon alles für mich getan hat, da bin ich echt ihr dankbar und auch meine Frau, die tut so vieles im Hintergrund, wo man manchmal gar nicht so wahrnimmt. Und ich glaube, das ist manchmal auch so die Herausforderung von uns Männern, dass wir das vielleicht gar nicht so wertschätzen, was unsere Frauen alles tun, wo wir oftmals mehr im Mittelpunkt stehen, sei sie auf der Bühne oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Und wir das dann fast ein bisschen vergessen, was alles im Hintergrund läuft. Und ich möchte euch eine kleine Anekdote aus unserer Familie erzählen, die das gut beschreibt, was ich meine. Und zwar vor ein paar Monaten, um jetzt in die Predigt einzusteigen, vor ein paar Monaten, da hat meine Frau unsere Tochter gefragt, damals war unsere kleine Tochter etwa 2,5 Monate alt, ob sie am Montag wieder zum Kindergarten gehen will. Und die kleine Tochter antwortet ihr und sagt dann, ja, sie muss ja zum Kindergarten, weil der Papa, der muss arbeiten. Und meine Frau entgegnet ihr dann, selbst Erzieherin im gleichen Kindergarten, wo sie auch hingeht: Du, aber ich muss auch arbeiten, gell? Und sie dann ganz forsch zurück: Nein, Mama, du schaust nur zu, wie die Kinder spielen. Das ist doch mal Wertschätzung. Und genau sowas meine ich. Und in der Bibel, da gibt es auch viele Frauen, wo Gott unglaublich gebraucht hat. Und über eine Frau möchte ich heute, weil ja heute Muttertag ist, auch ein paar Worte verlieren. Und zwar ging es der ganz ähnlich. Die hatte auch mit Wertschätzung zu kämpfen, beziehungsweise die war auch stark herausgefordert, dass eben das Gegenteil in ihrem Leben der Fall war. Und die Geschichte oder die Person, um die es heute geht, steht in Josua 2. Und zwar geht es um Rahab. Ich möchte euch aus Josua 2 den Vers 1 mal vorlesen. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von Nun, heimlich 2 Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierte namens Rahab. Also das Erste, was wir lesen von dieser Rahab, vielleicht kennt ihr die Geschichte, ist, dass es eine Prostituierte war. Das heißt, eine Frau, die mit fremden Männern ihr Geld verdient hat, ihren Lebensunterhalt. Und die Prostituierten waren damals Frauen, die nicht wirklich als Mensch gleicher Klasse angesehen waren, sondern vielmehr im Gegenteil davon eher als Gebrauchsgegenstand. Und ja, sie wurde erniedrigt, sie wurde abgestempelt. Natürlich dadurch hatte sie keinen guten Ruf. Und ja, es war keine tolle Ausgangslage oder keine tolle Situation, in der sie sich damals befand. Und man kann sich fragen, ja, warum war sie denn Prostituierte? Warum kam es denn so weit? Ich glaube, wenn wir heute ein kleines Mädchen fragen würden, was ist dein Traumberuf, dann würde uns mit Sicherheit kein Mädchen sagen, ich möchte irgendwann Prostituierte werden. Das glaube ich nicht. Da muss irgendwas in ihrem Leben passiert sein. Da müssen Verletzungen geschehen sein, vielleicht eine finanzielle Not oder irgendwas, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sah, als dass sie gesagt hat, okay, ich habe keine anderen Möglichkeiten mehr. Und dadurch, durch ihren Job, durch ihren Lebenswandel, kam sie an den Rand der Gesellschaft. Sie wurde ausgegrenzt, gedemütigt, erniedrigt. Und ich kann mir das gut vorstellen, in welcher Situation sie sich befunden hat. Völlig am Ende, hoffnungslos, perspektivlos. Und ich habe dann mal gesucht in der Bibel, wo kommt denn die Rahab noch vor? Und es gibt Stellen im Neuen Testament, da finden wir die Rahab auch. Und an 2 Stellen ist interessant, da steht auch davon die Prostituierte Rahab. Und für mich persönlich war das sehr erschreckend, das zu lesen, dass das auch im Neuen Testament steht. Die Prostituierte Rahab, warum? Da ist eine Festlegung über einem Leben eines Menschen. Das ist die Prostituierte Rahab. Wenn ich an Rahab denke, dann ist es die Prostituierte so ungefähr. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Als ich damals
an die weiterführende Schule kam, hat meine Handarbeitslehrerin zu mir gesagt, du wärst doch einer fürs Gymnasium. Ich war damals auf dem Land und da war es nicht üblich, dass viele ans Gymnasium gingen. Ich habe dann mit meinem Lehrer gesprochen, aber der hat gesagt, nee, du bist da keiner dafür, du packst das nicht, das ist nichts für dich. Und meine Eltern, die haben dann aber nachgehakt und gesagt, du, wenn die Leistungen stimmen, dann meld doch mich bitte an. Und er hat sich dann überreden lassen irgendwann und schlussendlich habe ich dann das Gymnasium bestanden, auch studiert, alles toll. Aber darum geht es gar nicht, um nicht zu sagen, ist super, wie toll ich bin, sondern das andere, was passiert ist. Der Lehrer hat gesagt, nee, du packst das nicht, du kannst das nicht. Und das sind Dinge, die Menschen manchmal über dir aussprechen, die manchmal wie ein Fluch auf dir sind, wo du sagst, dann plötzlich denkst, oh, ich pack das nicht, ja, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Spruch, der über Rahab ausgesprochen wurde, dass es genau das Gleiche mit ihr gemacht hat. Du bist die Prostituierte Rahab, ja, du bist es. Du bist der dicke Theo, so ungefähr als Beispiel. Ja? Du warst immer dick, du wirst immer dick bleiben, so ungefähr. Oder du bist das Scheidungskind Susi. Ja? Du brauchst immer Zuwendung oder was weiß ich. Dinge, die wir über unserem Leben tragen, wo wir irgendwann sagen, bis wir selber sagen über uns, wir nehmen das an und sagen, ja, okay, das ist mein Schicksal. Na gut, dann bin ich halt der unfähige Benny. Okay, alles klar. Dann bin ich halt das Scheidungskind Susi. Okay, ja, dann bin ich halt der dicke Theo. Dann ist es halt so, ja. Dinge, die wir irgendwann anfangen, quasi anzunehmen. Und eigentlich ist das ja erschütternd. Eigentlich gibt es ja eine Perspektive für uns. Aber hier haben wir die Rahab. Sie hatte keine Perspektive. Sie hatte keinen Wert bei den Menschen. Sie war am Rande. Sie war erniedrigt. Und jetzt kommt etwas Besonderes, weil Gott nimmt sich der Einzelperson an. Jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Diese zwei Kundschafter, die Josua ausschickt, die kommen ja nämlich in ihr Haus. Ja, auffallenderweise gerade in das Haus, was ja auch ein sehr offenes Haus war damals, eben durch diese Aufgabe, die sie ausgeführt hat. Und es spricht sich natürlich auch schnell rum bis zum König und er schickt dann die Soldaten in ihr Haus. Und wir lesen dann in Josua 2, Vers 4 bis 7. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachsstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Ja, Rahab nimmt diese beiden Kundschafter auf und versteckt sie bei sich. Im Prinzip hat sie ja eigentlich zwei Möglichkeiten gehabt. Das eine wäre gewesen, als es bei ihr an der Tür klingelt, ja klar, hier sind sie, nimm sie, die haben sich bei mir versteckt. Und sie hätte sich damit, ja, wäre gar kein Risiko eingegangen in ihrem Leben, weil, ja, sie hätte dann einfach ihren Job gemacht, aber an ihrem Leben hätte sich auch nichts verändert, da hätte sich nichts getan. Oder die andere Möglichkeit, die sie hat, sie kann sagen, ja, okay, ich verstecke dich hier, aber dann muss ich halt lügen. Jetzt können wir sagen, ja okay, als guter Christ lügt man ja eigentlich nicht. Ne? Soll ich ja nicht lügen. Es ist ein Spannungsfeld in der Entscheidung, wo Rahab da drin steckt. Wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Lüge ich jetzt diese Soldaten an oder sage ich, ja, die sind hier, dafür komme ich mit meinem Leben davon. Denn wenn sie lügt und die Soldaten sagen, wir durchsuchen deine Wohnung und sie finden alle, dann sind alle dran. Und was macht sie? Sie lügt in dem Sinn, sie sagt, eben das, was ich euch vorgelesen habe, ja, sie sind eben da auf weg. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn die richtige Entscheidung überhaupt da drin? Wie können wir die richtige Entscheidung treffen? Im Dritten Reich haben ja auch viele Juden Schutz gewonnen, weil Menschen sie bei sich aufgenommen und versteckt haben und haben ihnen so das Leben gerettet. Und wir haben hier die Frage, einerseits zu lügen, auf der anderen Seite, wenn ich die Menschen verrate, ja, auch das Gebot der Nächstenliebe. Und man ist da wirklich in einem Spannungsfeld drin. Was mache ich jetzt damit? Und Rahab entscheidet sich eben zu diesem Schritt. Und die Frage für mich ist so, warum sind diese beiden Kundschafter überhaupt gerade zu Rahab gegangen?
Man könnte sagen, ja gut, okay, sie hatte eine Wohnung, die am Stadtrand lag, das bietet sich an, aber da gab es ja sicherlich noch andere Wohnungen. Und ich glaube, je länger ich diese Geschichte gelesen habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass es hier mehr als nur um Landnahme geht, in Anführungszeichen, sondern wirklich, dass Gott sich für den Einzelnen interessiert. Dass Gott wirklich eine Begegnung mit dieser Frau schenken möchte. Er möchte sie wirklich da rausholen und diese Festung, die sie um ihr Herz vielleicht gemauert hat, einbrechen lassen. Ja, wir sehen das vielleicht, die Stadt Jericho war damals fast uneinnehmbar mit großen Mauern, starken, festen Mauern. Und jetzt kommen diese Kundschafter da rein wie so ein Bild, wo Rahab ihr Herz aufmacht und wirklich Gott da ins Herz lassen will. So ein kleines Bild dafür. Und die Frage ist trotzdem, warum trifft Rahab diese Entscheidung? Warum sagt sie nicht einfach, geh den Weg des geringsten Widerstands, hier sind sie? Sondern was hat sie dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, die Männer schütze ich. Ich lese euch Vers 10 und 11 vor, aus dem gleichen Kapitel. Wir haben gehört, sagt sie, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoriten und den Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Und als wir das hörten, waren wir von Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf Erden. Rahab hat von den Wundern gehört, die der Gott der Israeliten getan hat. Sie hat es gehört und sie hat einen Hunger danach bekommen, weil sie gesehen hat, boah, mit dem Gott ist Veränderung möglich. Und ich weiß nicht, wer von alles von euch schon mal davon gehört hat, was Gott tun kann. Habt ihr schon mal was gehört? Ich hoffe es, ich wünsche es mir. Und vielleicht nicht nur gehört, sondern vielleicht sogar erlebt. Ich schreibe mir manchmal die Sachen, die ich mit Gott erlebe, und es sind manchmal wirklich coole Dinge, in so ein Büchlein auf, dass wenn Zeiten der Dürre kommen, Zeiten der Wüste, wo ich selber wieder ja auch am Hadern bin oder selber einfach gar nicht auf Wolke 7 schwebe, und dann mache ich dieses Büchlein auf und lese drin nach, und das ermutigt mich dann unglaublich, weil ich denke, boah, ja krass, das habe ich da erlebt, habe ich schon wieder vergessen gehabt. Aber toller ist es natürlich noch, wenn wir uns nicht an die Geschichten vor 10 Jahren erinnern müssen, sondern wenn wir heute Dinge mit Jesus erleben. Wenn wir heute sagen können, ja, Jesus, verändert du mich heute. Und nicht erst vor 10 Jahren, dass das letzte Ding ist, was wir mit ihm erlebt haben. Und die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, wo stehen wir? Wo sind wir? Wo ist jeder von uns persönlich heute? Sind wir innerlich verzagt? Denken wir, ja, unser Schicksal ist besiegelt, ja. Ja, es ist halt so, so wie ich vorhin gesagt habe. Das Ding ist über mir und das ist schon ewig so und das wird auch immer so bleiben und Gott kann da nicht reingehen. Ja, Rahab war halt immer prostituiert und es wird halt auch immer so bleiben. Aber was macht Rahab? Rahab nennt den Kundschaften ihre Ängste und öffnet ihnen ihr Herz, quasi ihr Innerstes. Sie sagt auch, dass sie Angst hat, das haben wir gelesen. Und ich glaube, nur so können wir auch innere Heilung erfahren, wenn wir die Dinge ans Licht bringen, wenn wir Jesus die Dinge wirklich hinlegen. Dann kann er die Mauer, die wir manchmal um unsere Herzen herum bauen, wirklich niederreißen und kaputt machen, einstürzen lassen. Manchmal ist es ja so, dass wir um uns herum einfach so eine Mauer aufbauen, um unser Herz. Nach außen hin ist alles schön, alles toll, aber innerlich brodelt es in uns und bröckelt es. Und Gott möchte wirklich diese Mauern abreißen und unsere Verletzungen, unsere Wunden in unserem Herzen heilen. Ich habe da manchmal so das Bild vor Augen, schön aufgeräumt zu Hause, picobello, und wenn du den Schrank aufmachst, dann kommt dir alles entgegen. Alles so reingestopft und gemacht und nichts geordnet, sondern wenn du die Türen aufmachst, dann kommt dir der ganze Haufen entgegen. Und so haben wir manchmal das in uns drin, ja, wo wir sagen, hey, das müssen wir Jesus abgeben, ihn wirklich wirken lassen. Und nur so kann Heilung geschehen und kann Gott diese Festungen, die wir manchmal in unser Herz machen, niederreißen. Sie bekennt Gott als wahren Gott, in Vers 11 haben wir gelesen. Und da, glaube ich, ist in ihr neue Hoffnung aufgekommen. Also gedacht, wow, jetzt schickt dieser Gott Menschen zu mir nach Hause, der interessiert sich für mich. Das ist nicht einfach ein Zufall, dass die da sind, sondern der interessiert sich für mein Leben. Und der streckt sich nach mir aus. Und jetzt habe ich die Chance quasi, dass mein Leben verändert wird. Aber da braucht es von uns ein Ja. Da braucht es manchmal eine mutige Entscheidung, wie Rahab sie trifft, um zu sagen, ja, Jesus, ich möchte diesen Weg wirklich mit dir gehen. Ja, Jesus, wenn du mich hierhin rufst, da gehe ich dahin. Oder ja, Jesus, wenn du möchtest, dass ich das tue,
dann tue ich das. Handle entsprechend, um wirklich diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und jetzt kommt was ganz Typisches, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Rahab fordert nämlich ein Zeichen von ihnen. Sie sagt zu ihnen, bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Ich meine, für mich ist das absolut menschlich gedacht, aber natürlich auch ganz nachvollziehen, weil das haben schon viele andere getan. Auch Gideon, ja, der berufen wurde von Gott, dass er Israel befreien sollte, hat gesagt, Gott, ich brauche ein Zeichen. Hat eins bekommen, hat ihm nicht gereicht, hat er ein Vlies ausgelegt, hat gesagt, ja, ich lege ein Wollknäuel hier auf den Rasen, wenn es am nächsten Tag nass ist, aber der Rasen ist trocken, dann ist das Beweis für mich. Und es kam so, aber es hat ihm nicht gereicht. Da hat er gesagt, wir drehen das Ganze um, wenn das Wollknäuel trocken ist und der Rasen nass am nächsten Morgen vom Tau, dann ist das Beweis für mich. Und so kam es und da hat er gesagt, jetzt reicht's mir. Das ist genug Beweis. Und manchmal ist es ja wirklich auch genau so bei uns. Ich möchte auch eine sehr persönliche Geschichte erzählen, aber auch eine krasse Geschichte. Und zwar, als wir relativ, ja, ein Jahr oder so verheiratet waren, haben wir uns auch Kinder gewünscht. Und meine Frau wurde schwanger, aber wir haben 2 Fehlgeburten gehabt. Das war für uns sehr dramatisch. Und ich habe dann schon auch angefangen zu zweifeln und habe gesagt, boah, einfach zu hart. Und so wie das halt ist, rein menschlich, wie man das macht. Habe gedacht, wird es überhaupt noch was? Und ich gebe mich doch da so rein und jetzt erlebe ich sowas. Das ist doch nichts Schönes und bla bla. Ihr könnt es vielleicht nachvollziehen. Und ich habe dann einfach auch, wir haben zu Gott gebeten und gesagt, Herr Jesus, jetzt gib uns einfach ein Zeichen. Wir brauchen jetzt ein Zeichen, dass du mit uns bist in der ganzen Situation, die für uns einfach so hoffnungslos ist, wie auch gerade bei Rahab, die auch einfach perspektivlos war. Und das hat mir wirklich auch den Mut einfach so ein bisschen genommen. Und es kam dann, dass meine Frau zum dritten Mal schwanger wurde. Und ich war dann auf einer Konferenz und auf einmal kommt eine Frau auf mich zu. Und sie sagt zu mir, sie hätte einen Eindruck für mich, der aber sehr persönlich ist und den ich auch gut prüfen müsse, ob das sein kann. Sagt, ja gut, okay, ich kannte diese Frau, aber ich wusste auch, sie hatte jetzt von solchen Dingen aus meinem Leben keine Ahnung, weil sie mir nicht so nahe stand. Und was sie zu mir sagte, ist Folgendes. Sie sagte, Gott sieht euren Schmerz, den ihr habt im Herzen. Und ihr habt zweimal ein Kind schon verloren. Und deine Frau ist jetzt in der 8. Woche schwanger. Und ihr werdet einen gesunden Sohn bekommen. Und das war für mich so krass, ja. Das, was die Frau gesagt hat, war alles richtig. 8. Schwangerschaftswoche, 2 Kinder waren gestorben vorher quasi. Und jetzt wieder schwanger und mit einem gesunden Jungen. Und so war es danach. Und da habe ich gewusst, ab dem Zeitpunkt, ja, weil da wusste ich schon, Das kann nur Gott sein, ja, der wirklich so konkret in eine Situation reinsprechen kann. Und genauso ein Beweis hat quasi Rahab hier gefordert. Ja. Und der Beweis war ja quasi, was sie ihnen gesagt hat, wenn unsere Soldaten hier eintreffen, heißt es in Josua 2,18, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Es war so ein karmesinrotes Seil, heißt es auch. Und dieses Karmesin, das war ja so ein Färbstoff, den man aus einer Schildlaus oder einem Wurm gewonnen hatte oder deren Eier. Das hat man zerstampft, ziemlich ekelhafte Vorstellung. Und dann quasi das Flüssige hat man nehmen können, um Textilien oder irgendwas zu färben. Interessant ist auch, wenn wir dieses Wort so nehmen, ne, dann finden wir das auch im Psalm 22, Vers 7, wo es heißt, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Das ist ein messianischer Psalm, wo Jesus auf sich selber Bezug nimmt, wo es heißt, hey, ich habe mich von den Menschen für euch zertreten lassen, für euch zerstampfen lassen, quasi ich habe mich am Kreuz für euch hingegeben. Und es ist kein Zufall, dass das ein rotes Seil war, ja, sondern auch eine Anspielung. Das Seil, was quasi Rahab retten soll, ist wie das Blut Jesu, was jeden von uns retten soll. Durch das, dass er uns Vergebung anbietet, von unserer Schuld, von unseren Fehlern, wo er sagt, hey, in dem hast du Rettung. Durch mein Blut, was ich für dich hingegeben habe. Und die Frage ist an uns, nehmen wir dieses Geschenk an? Nehmen wir das für uns an? Und jetzt am Schluss, Rahab gehorcht diesen Kundschaften, sie macht das quasi, was sie sagen und sie wird gerettet. Es ist alles wunderbar, sie wird gerettet, sie und ihre Familie.
Und es gibt ein Lied, in dem es heißt, ich sehe den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Und das finde ich ein richtig cooles Lied, abgesehen auch von dem Bereich des Textes. Aber es geschieht genau das, weil Gott den Einzelnen sieht. Am Anfang hatten wir Rahab, die Prostituierte, die abgelehnt war, die keiner wollte so ungefähr, die einfach verstoßen war, an den Rand gedrängt, erniedrigt. Und wenn wir jetzt lesen, zum Beispiel Matthäus 1, da ist der Stammbaum Jesu drin. Was lesen wir da? In Vers 5 taucht da eine gewisse Rahab auf, im Stammbaum Jesu. Da fehlt ein Josua, komischerweise. Aber eine Rahab taucht da auf. Und das ist für mich faszinierend, als eine von fünf Frauen. Als Ur-Ur-Oma von David, vom großen König David. Gott gibt ihr den Wert zurück, den ihr vielleicht Menschen auch genommen haben. Den Wert als Mensch, den Wert als Frau. Und sie blieb nicht Prostituierte, nein, sie hat Salmon, heißt er, geheiratet und sie haben ein Kind bekommen. Und nicht zuletzt taucht sie sogar eben in Hebräer 11, Vers 31 auch, nicht in der Hall of Fame, sondern in der Hall of Faith, sondern die Glaubenshelden, da taucht sie auf. Und da steht drin, durch den Glauben ist sie gerettet. Und auch dort steht eben dieser Zusatz drin, die Prostituierte Rahab. Und wenn ich das so lese, dann ist das für mich wie so eine Narbe, die sie mitträgt von ihrer schweren Zeit, die sie durchmachen musste. Die noch da ist, die aber nicht mehr schmerzt, aber es zeigt einfach, dass Gott sie durch diese Zeit hindurchgetragen hat. Und das ist für mich unglaublich ermutigend. Und ich glaube, das kann jeder für sich sagen, hey, das muss ermutigend sein, auch für mein Leben. Weil die Rahab, die war am Boden, die hatte keine Perspektive und Hoffnung mehr. Und Gott nimmt diese Person und er schreibt mit ihr Geschichte. Sie ist eine von fünf Frauen, die im Stammbaum Jesu auftauchen. Das ist doch krass, oder? Ich finde es beeindruckend und finde es absolut faszinierend. Und ich glaube, wenn wir unser Herz Gott zur Verfügung stellen, dann kann er mit uns Geschichte schreiben. Wir müssen nicht perfekt sein, das können wir gar nicht. Aber wir können ihm unser Herz zur Verfügung stellen und sagen, Herr Jesus, ja, ich will wirklich deine Nähe, deine Gegenwart will ich suchen. Gebrauch du mich. Ich fasse meine Gedanken nochmals kurz zusammen. Es ist eine eindrückliche Geschichte. Gott greift in das Leben einer Frau ein, von der Prostituierten Rahab. Sie ist verachtet, sie ist erniedrigt, sie ist ausgegrenzt und sie hat quasi diese Festlegung über ihrem Leben und vielleicht auch so ein Fluch, der über ihrem Leben ist. Und vielleicht ist es ja auch beim einen oder anderen von uns so, dass da irgendwas auf uns ist, was wir mit uns mittragen, was wir nicht gelernt haben, Jesus abzugeben, was uns hindert im Vertrauen zu ihm, was uns einfach hindert und zurückhalten will, was uns klein halten will. Sie ist hoffnungslos. Aber Gott sieht den Einzelnen und es geschieht etwas Besonderes. Die Kundschafter kommen und sie nimmt sie auf und sie trifft eine mutige Entscheidung und geht das Risiko ein. Weil sie gehört hat, dass diese Männer, die da kommen, zum wahren Gott gehören. Und dahin will sie auch gehören und sagt, hey, das ist der wahre Gott. Das ist der Einzige, der mich retten kann aus dieser Situation heraus. Zu denen möchte ich auch gehören. Und sie erwartet davon Rettung. Und sie erwartet auch einen Beweis, den sie bekommt, nämlich dieses rote Seil. Rot für das Blut Jesu, was er uns anbietet und was er jedem von uns auch anbietet und sagt, hey, ich bin hier. Und ich möchte die wirklich so wiederherstellen, wie ich Rahab hergestellt habe, als Ur-Ur-Oma von König David. Gott hat ihr ihren Wert wieder zurückgegeben, hat sie freigemacht von inneren Verletzungen, inneren Festlegungen. Und er will auch uns freimachen von diesem alten Ballast, den wir vielleicht manchmal mit uns mitschleppen. Und lasst uns wirklich seinen Einfluss auf unser Leben zulassen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, ich danke dir für die Geschichte von Rahab. Ich danke dir, dass du sie gebraucht hast, wirklich, obwohl sie in einer Situation war, wo sie einfach hoffnungslos war, wo sie perspektivlos war, wo sie nicht mehr wusste, wie es weitergeht, Jesus. Und ja, wo auch Dinge über ihrem Leben vielleicht ausgesprochen wurden oder wo sie sich einfach wirklich ausgegrenzt
ausgenutzt, erniedrigt gefühlt hat, Jesus. Und ich danke dir, dass du dich für jeden einzelnen Menschen interessiert, dass dir kein Mensch egal ist, was aus ihm wird, sondern dass du dich wirklich nach jedem Herzen von uns sehnst und dass du wirklich unsere Herzen suchst. Und Vater, ich bete, dass wir immer wieder neu auch dein Herz suchen, dass wir unser Herz öffnen, dass wir unsere Mauer, die wir vielleicht manchmal um unser Herz hochziehen, Jesus, oder aufrichten, dass sie zusammenbricht, Jesus, und dass du unser Herz ganz neu gewinnst. Nicht nur Teile von unserem Herz, sondern wirklich das komplette Herz, Jesus. Und da, wo jetzt vielleicht auch Perspektivlosigkeit da ist, wo Hoffnungslosigkeit da ist bei Einzelnen, Jesus, da möchte ich reinbeten für neue Hoffnung, dass du kommst, Jesus, mit neuer Hoffnung, mit neuer Zuversicht, Jesus, wo du den Menschen neuen Wert gibst, wie Rahab auch. Du siehst, dass dir nichts uns möglich ist und das müssen wir uns immer wieder bewusst werden, Jesus. Egal wie hoffnungslos die Situation ist für uns, dir ist nichts unmöglich. Und dafür danken wir dir und loben dich und preisen dich dafür, Jesus. Amen.